Es wird Sie überraschen, aber ich denke, man kann sehr viel von Sankt Peter lernen. Jetzt weniger in Bezug auf meine Spiritualität, meinen Glauben, sondern Sankt Peter ist eines der reichsten Klöster Europas, unter anderem, weil sie sehr gezielt an Grundeigentum festhalten und es nicht leichtfertig veräußern. Ich denke, die Stadt Salzburg hätte mit den Stiegelgründen, um deren zukünftige Bebauung es hier geht, eine großartige Chance, ein Stück Boden für das öffentliche Interesse zu sichern, und zwar nicht nur einmalig, sondern für die ganze Zukunft. Es gibt einen Vorschlag, die Stiegelgründe zukünftig mit einem hohen Anteil frei verwertbarer Wohnungen zu bebauen. Da habe ich ehrlich gesagt Bauchschmerzen, weil wenn ich frei verwertbar im Zusammenhang mit einem Immobiliendeal höre, glaube ich, dass da nicht Wohnungen rausschauen, die sich eine durchschnittliche Salzburger Familie wird leisten können, weder ein junges Ehepaar noch eine Alleinerziehende, sondern das wird um den maximalen Profit gehen. Ich habe bei dem Projekt auch ein bisschen Bauchweh, weil bekanntlich von dem Austria-Stadion die Tribüne abgerissen werden sollte, weil vom Kunstrasen einige Meter verloren gehen, sodass die jungen Sportler und Sportlerinnen da eigentlich nicht mehr spielen können. Ich glaube, da gäbe es eine bessere Lösung, nämlich indem die Stadt das Grundstück oder zumindest einen Teil davon selbst kauft. Das hat ein paar Vorteile, drei davon möchte ich kurz nennen. Wenn die Stadt selbst über den Grund und Boden verfügt, kann sie für die gesamte Zukunft für leistbare Preise sorgen. Sie hat zweitens ein Werkzeug in der Hand, wenn sie den Grund selbst besitzt, um einen wirklich lebendigen Stadtteil zu gestalten. Man kann zwar schon mit dem Investor jetzt einmalig vor der Bebauung sich was ausmachen, wenn die Stadt aber selbst das Grundstück besitzt, kann sie auch in 30, in 50, in 70, in 150 Jahren noch mitreden, was dort passiert und wie man öffentliche Interessen von Kinderbetreuung bis zu Bildungseinrichtungen auch vor Ort umsetzt. Und es ist tatsächlich auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Jetzt sind die Zinsen günstig, beim Land liegen Millionen herum, bei der Landinvest, wo letztes Jahr glaube ich 10 Millionen Euro brachgelegen sind, bei der Landeswohnbauförderung, wo sehr viel im Landesbudget versickert, da ist sehr viel Geld da, das man nutzen könnte, um gezielt in das zu investieren, was begrenzt ist, nämlich Grund und Boden und was der Stadt auch in 100 Jahren noch was bringt. Mein Vorschlag, und ich habe auch einen Antrag dazu gestellt, der dem von Seiten des Bürgermeisters leider nicht näher getreten wurde, dass die Stadt selber in Absprache mit dem Land einen Teil davon kaufen sollte. Ich denke, das wäre immer noch eine sinnvolle Lösung und würde da gerade in die Richtung der SPÖ, die auch oft von der aktiven Bodenpolitik spricht, daran appellieren, sich doch für dieses Modell zu erwärmen, stark zu machen und nicht da leichtfertig die letzte große Baulandreserve mit aus der Hand zu geben.